endlich ein Hochbeet für Gemüse und Kräuter. Birgit und Heinz der Tilt aus Alverskirchen im Kreis Warendorf haben den Rahmen aus Eichenbrettern selbst gebaut. Was hineinkommt, wollten die Landfrauen aus Alverskirchen wissen. Gartenexpertin Dorothea Dahlke gab ihnen Tipps zum Hochbeetgärtnern. Das mit Teichfolie ausgekleidete Hochbeet hat direkten Bodenkontakt. Ein Draht- oder Kunststoffgitter hält Nager fern. Als untere Schicht kommen mehrere Schubkarren an grobem Ast- und Strauchwerk in das Beet. Darüber verteilt Dorothea Dahlke feine Zweige vom Staudenrückschnitt. Das Schnittgut wird gründlich festgetreten, um es zu verdichten. Als nächste Schicht folgt Kompost oder Mist. Ideal ist leicht verrotteter Pferdemist. Die obere Schicht besteht aus Mutterboden, den Heinz der Tilt vom örtlichen Baustoffhändler geholt hat. Wir haben jetzt hier so eine kompakte Kiste, sag ich mal, irgendwas zu pflanzen, was so ein bisschen über die Kante rüber geht. Wenn das Wetter mitspielt, kann Birgit der Tilt bereits ab Mitte März mit dem Säen in ihrem Hochbeet beginnen. Dafür eignen sich Möhren, Zwiebeln, Porree, Radieschen sowie Pflück- und Eissalate. Tipps zum Bau des Holzrahmens und zum Befüllen des Hochbeetes finden Sie in unserem Beitrag Hochbeet im Westfalenstil. Auf den Gartenseiten im Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben. Ausgabe 10, 2017.